Auf neuen Server werden wir diese Häuser alles dann, wenn ich eine Quest mache, zu Fuß bauen müssen. Oha. Dauert alles ein bisschen länger. Aber gut, okay. Kriegt man auch hin. Dann kümmere ich mich wieder um Ton. Das ist nicht schön. Ja. So, von hier kann man sich jetzt irgendwo teleportieren, war das. Wisst ihr noch, wo wir da lang müssen? Teleportieren. Beim Schmerz rattert's. Nee, muss, nee, suche nur gerade mein Zeug, irgendwas essen. Achso, brauchst du was? Ich hab was. Nee, ich hab auch. Nee, hab ich jetzt gerade. Möchtest du einen Krautburger haben? Kann man gut nach Pupen. Ja, bin jetzt aber leider gerade schon total gesättigt. Was war die Frage, wo man sich teleportieren kann oder was? Mhm, genau. Ey, wo war der Teleportier? Ja, wenn ich das mal wüsste, ne? Normalerweise müsste Schuki wissen, wo der ist. So ich? Weil wir letzte Woche da lang gemarschiert sind. Ja. Weiß ich, das steht hier nordöstlich hier. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Schon ja so lange her. Ich guck mal noch, ob es da was gibt. Auf jeden Fall hier werden wir die Wege auch dann so machen, wenn wir auf einer Seite angekommen sind, damit es ein bisschen einheitlich ist, würde ich sagen, oder? Geschüsselte Erde. Ja. Oh, fast wäre ich ins Wasser gefallen, mein Schatz. Oh, da wäre ich ja furchtbar dolle traurig. Jetzt tu mal nicht so, als ob du das bedauerst, Philo. Das sich jetzt, also kannst du auch mit diesen Türen Doppeltüren machen. Das ist ja toll. Wie im Saloon. Cool. Ah, hier ist ein Stein. Hier ist ein Game Over, zurück zum Start. Genau, hier geht's nach Hause. Wo ist das denn? Ach, Schulki. Zurück zum Start, genau. Zack, ich bin wieder beim Start. Ich auch. Dann gehe ich hier mal nach Hause und lade ab. Auch. Weil der Schmersch macht bestimmt gleich seine Ansage. Ja, dort noch ein bisschen. Auch erst noch ein bisschen. Mein Zeug wegbringen, alles mal. Alles reparieren, was man so alles hat hier so. Achso. Ja, ich gehe erstmal nach Hause und lade erstmal ab. Oh, hier ist doch was für dich, so ein Barbecue-Teller bei B4. Kann man selber machen. So. Was haben wir denn da? An Material, was ich da einfach so reinschmähte. So. Was freue ich mich doch aufs neue Lagersystem. Das wird deutlich einfacher werden. Deutlich. Und auch wieder ein paar Tierchen setzen wir uns wieder hin, ne? Ja. So, was haben wir noch? Ein paar Äpfel, Weizenkörner. So ein Fell haben wir noch.
Gut, dann pflanzen wir noch ein paar Pflanzen hier überall hin. Hier ist ein Fasan. Liegen wir irgendwo ein paar Eierchen wieder rum. Mal einsammeln. So, ja, hier so eine Fasanenfarm haben hier. Smash, kennst du den Tankstellenfasan? Ja. Kenn ich auch. Und was ist das? Eine Bockwurst mit Brötchen. Bockwurst. Auch so ein Kantinenklassiker. So ein Bockwurst geht doch immer. Ja, auch ein Klassiker. Das stimmt. Schnitzel ist auch so ein Kantinenklassiker. Schnitzel geht auch immer. Sag mal. Oh, die Piepsi sind hungrig. So, den Rest schmeißen wir ins Lagersystem wieder rein. Das ist nämlich wieder weg. So, was haben wir da? Holzbretter, Dingsbums. 51 Bäume, alte Scheiße. Was macht man denn mit 51 Bäumen? Man müsste eigentlich mal so einen geruhsamen Angeltag machen, bin ich der Meinung, oder? Oder? Ja, wir haben noch da diesen bei Coolman City quasi unser Wochenendhaus. Da war bestimmt schön. Entspannt angeln. So. Ja, was da unter hier? Esskastanie, kommt da rein, zack, erledigt. Einfach mal so geruhsam essen. Angeln meine ich. Ja. So, Lagersystem läuft. Das ist überhaupt Schwefel, habe ich Schwefel. Okay, gut. Zack, Thermal Foundation werden wir nicht mehr haben. Im neuen System, in der neuen Welt. Dafür haben wir aber die, das andere, wie heißt es denn jetzt wieder? Ja, ich komme jetzt nicht drauf. Müsste ich jetzt nachgucken. In der anderen Welt. Aber sowas ähnliches ist das. Das Schöne ist, bei den neuen Öfen kannst du auch große Öfen bauen. Praktisch sehen aus wie ein kleiner Öfen, kannst aber neun Sachen gleichzeitig brennen. Irgendwas Verschiedenes. Ja. Das ist auch nicht schlecht. Ich hatte nochmal versucht, dann, nachdem ich Thermal Foundation rausgekommen habe, wieder neu dazu zu packen. Das wollte er dann irgendwie nicht mehr haben. Ich weiß nicht warum. Aber gut, wir haben das andere, das reicht ja. Man muss ja, nicht immer das Gleiche dabei haben, oder? Kann ich alles haben. So, dann ernten wir erstmal kurz mal so ein bisschen das Soja, damit wir es wieder pressen können für die Tierfallen. Wann hast du Urlaub, Schmersch? Ja. Ab dem 24.8. Drei Wochen dann. Wird auch Zeit, wird auch echt Zeit. Den 24.8. Das ist auch mein Urlaub, wo ich gar nicht einfach zusammen wegfahren. Siehst du? Wusste ich ja noch gar nicht, Mensch. Ja, ich hoffe mal, dass an der Müritz das Wetter dann noch entsprechend ist. Nicht, dass man da 2 Wochen da, naja, 12 Tage sind wir da, dass wir da nicht 12 Tage in der Butze hocken.
Ja, Na egal, Gesellschaftsspiele mitnehmen, Laptop, Minecraft geht. dann. Genau, geht immer. Aber leider ist da das Netz so schlecht. Oh, schlecht. Ja. Naja, ich habe schon einige Hörbücher. Ja, damit kriege ich die Zeit auch rum. Ja, denke ich mal. Was Schönes kochen. Hörbücher sind echt klasse. Achso, wenn ich jetzt losgehe, sollte ich auch vorhin wieder neue Sachen mitnehmen. Tiere fallen gleich wieder auf. So. Halt, gucken, wo sind die Tierfallen? Da sind sie. Und zur nächsten. Diese Tierfallen sind genial. Da braucht man kein schlechtes Gewissen haben, wenn man jemanden killt oder so. Weihnachtshöhle, ich das am besten hin. Du in deiner Weihnachtshöhle. So. Ich wollte doch mal gucken, wie es beim Schmersch ausschaut. Hat er bei sich da doch irgendwo umgebaut. Oder? Ganz gerne, ja, ich, also, naja, umgebaut, aber ich habe hinterm Haus, das war, was ursprünglich mal ein Bootsanleger werden sollte. Ich weiß nicht, hast du vielleicht, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, weiß ich nicht. Sehen wir gleich. Aber den noch nicht. Erstmal ein paar Sachen hier wieder reinschmeißen. Aber es ist schon interessant, wenn man sich so manchmal so vor Augen führt, so wenn man so dran so zurückdenkt, so wie man so angefangen hat, so. So wirklich so erst das Ganze ausbauen und umbauen, das Terraforming und oh Gott. Ich habe mal während der Bist du Corona-Zeit mal angefangen, die erste Staffel zu gucken. ja. Oh Gott, ey. Überlegt so, oh Gott. So, zum Schmersch wollen wir hin. Das war schon ganz schön spannend gewesen. Ein paar Mal gekrebelt, kreuz und quer gelaufen. Angefangen, das Haus zu bauen. Oh. Geht's denn zum Schmersch hin? Wo hat denn da sein Schild? Da. Ich habe mal einen Screenshot gemacht. Ja, was ich vermissen werde, Kasten-NPC. Sowas gibt es nicht vergleichbar, leider. Das ist schade. Das ist der Schmersch. Bitte recht freundlich. Bin recht freundlich, moin. Ja, dann gehen wir mal kurz. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es. Oh. Was? Wie? Wo? Ja, Was? vielleicht hast du es ja auch schon gesehen, weiß ich nicht. Na, will ich es auch nicht. Schauen Wer wir gerne mal mal. Google war. Der Zwerg mit seinem Haus auf dem Berg. Nicht unterm Berg, auf dem Berg. Ja. Aber ich glaube, das nächste Mal gehe ich wieder ganz stabil unter Tage. Dass der Schmärchen in seiner Landschaft noch nicht rot sieht, wundert mich. Kein Geländer Aber es hier ist. dran. Oh weia. Nee, nee. Ich lasse die Tür mal auf, wegen mal lüften, ne? Ist okay. Ist okay. Ich meine, indirekte Feuer ist aber neu hier, oder? Nee, die habe ich eigentlich schon relativ lange. Aber ich glaube, hier hinten in der Ecke, weil ich muss noch ein Gitter hier hinbauen. Hier so. Genau. Oh, hier ist zu. Gefängnis. Interessant. Ja, nee, da wären da fällt man wirklich tief dann runter. Also ich hatte jetzt hier hinterm Haus, da hatte ich auch so ein riesengroßes Korallenriff und da habe ich dann das zugeschüttet.
Ja, das weiß ich, dass es zugeschüttet hat. Ist. Alte Scheiße, ey. Ja, für das er nie Minecraft spielen wollte, Was ne? machst du sonst so in deiner Freizeit? Ich muss das mal aus der Ferne jetzt mal aufnehmen, wie es hier ausschaut. Hey, Alter, hey, das geht ja gar nicht. Aber du bist dem Farbstil treu geblieben. Das ist, gefällt mir. Zack. Ja, weil das sind eigentlich auch die, sag ich mal, Zutaten, sag ich mal, die es hier vor Ort am meisten gibt, ne? So Diorit und Granit und das passt dann eigentlich mal. Jetzt gleich nachher nach dem Stream gleich mal auf den Discord hoch. Ja. Genau. Falls man hier ins Hafenbecken reinfällt, gibt es natürlich auch eine Leiter, um wieder rauszukommen. Echt? Bin reingefallen. Ja. Hallo. Nee. Genau. Jetzt wachsen hier Bäume. Und ja, die habe ich hier hingeschlumpft. Cheddarwood. Einmal so. Cheddarwood, genau. Käseholz. Käseholz. Genau. Und dann den Geheimgang für alle Fälle. Man weiß ja nie, habe ich auch was angelegt. Alle Fälle, ja. Das kenne ich halt, mit den Also. Bäumen kenne ich ja noch gar nicht. Cool. Gehen wir hier mal runter. Also falls man mal unentdeckt hier quasi so alte, ja, Oder wenn so man überfallen wird, dass man rauskommt. genau, oder hier irgendwelche Schmuggeln, Schleusen, wie auch immer. Also dekorativ echt klasse. Das ist Talent zu Schmersch, wirklich. Genau wie Danke. Schoki. Sagt, im Stil bist du treu geblieben, wie du hier angefangen hast zu bauen. Also echt klasse. Was ist mit mir? Du hast auch einen guten Deko-Stil hier in Minecraft. Aua, jetzt laufe ich hier voll gegen so einen Dingsbums. Jetzt sind wir in so einem Dungeon. Genau, das Schöne, also die Tür ist ja aus dieser Türfabrik, ne? Und die kann man ja wunderbar, also die ist halt eigentlich ganz gut getarnt. Nur wenn man es weiß, ne? Wenn man es weiß. Ist doch voll cool, ey. Klasse, gefällt mir. Cool. Kann noch ein Bild machen. Ich lade ja ganz viele Bilder hoch. Ich sehe schon. Aber dafür ist Discord ja da. Da kann man ja drüber sprechen, chatten, sonst nicht was machen. Ist doch optimal. Cool. Ach ja, apropos Discord, ich habe neulich mal wieder World of Tanks gesehen. Da war, ihr seid irgendwie jetzt im anderen Clan oder so? Ja, wir sind bei Bande. Ach ja. Wir haben gewechselt. Da ist deutlich Wie? mehr los. Ach so, aber es gab jetzt keine Meinungsverschiedenheit, Nein, aber. nein. Ach Herr so. Du, die können uns nicht halten. Darum geht es ja nicht. Der Clan ist. Da sind ja etliche gute Spieler aus dem Clan bei uns da weggegangen und selbst bei Kampagnen oder sowas, kriegt die Leute nicht zusammen für Clan Wars mal oder für Scharmützel oder sowas. Nicht mal 7 Leute kriegst du. Was macht das dann für einen Sinn? Ja. Das ist Und schwierig. gerade Scharmützel und Co. oder Bollwerk macht gerade Spaß halt, ne? Das ist wohl wahr. Diese Gemeinschaftsaktivitäten. Oh, hier hat der Schmersch noch was vor. Das sehe ich. Hier ist Oder? ausgeschachtet. Hier Ja, fehlt noch das der hat den. Boden. Genau, also das hat eigentlich den Hintergrund, also erstmal so in der Fantasie mal so gedacht, wenn man dann hier runterkommt, denkst du, ah, guck mal hier, sogar der Fußboden schon alles rausgerissen, der Estrich rausgestemmt, hier ist nichts mehr zu holen, können wir direkt weitergehen. Deswegen Ach so. sieht das hier alles so kahl aus. Also. Damit man gar nicht erst auf die Idee kommt, durch diese Tür und dies, das. Ja, aber eigentlich, das ist auch so die erste Etage, auch erst vom Dungeon und dann ist man auch schon wieder oben. So. Sit, sit, sit. Genau. Bin jetzt auch rum. Hat man denn in der neuen Welt auch wieder diese Ja, hat Essenzbären? man, ja. Das ist super. Ja, die Heizfabrik hast du gleich nebenan, das Wärmekraftwerk. Ja. Ja.
Ja, natürlich. Wärmepumpe und los geht's. Aber die pumpt Ja. aber ordentlich doch, meine Güte doch. Lavapumpe, ja. Und Hauptsache gibt kein Ärger mit Nachbarn, wenn die so laut gluckert. Habe ich auch gehört, diese manche Wärmepumpenmodelle sollen ziemlich laut sein, ne? Muss ja einen Also, gewissen wenn er so. Abstand zum Nachbarn haben. Boah, das ist ja auch schlimm, wenn überall diese Dinger da rumsausen, naja. Wird Zeit, dass der Fluxkompensator erfunden wird. Da kannst du alles reinschmeißen. Da hast du kein Müllproblem, da kein gar nichts. Das wäre gut. Das wäre top. So, sind wir hier. Bei dem Notausgang. Wie kommen wir jetzt wieder rüber zu deinem Zuhause? Entweder wieder durch den Geheimgang oder halt nur rüber schwimmen. Eine Brücke an sich habe ich noch nicht gebaut. Die Was ist kommt das dann denn hier? irgendwann noch mal. Das, ja, war ich ne gar nicht. Also das muss irgendjemand hier mal hingesetzt haben. Also ich weiß auch nicht. Ich auch nicht. Coolman, Mr. Happy, Jesse J. Möglich, ja. Hast du hier nicht mal irgendwo eine Brücke, Übergang gehabt? Nicht direkt, das war eigentlich nur so zum Ausmessen, damit ich hier die richtige Ecke treffe. Aber hier könnten wir es, hier kommen wir, hier, das müsste klappen. Kommen wir gar nicht hoch, warum nicht? Achso, da. Hier könnte man theoretisch eine Brücke drüber bauen. Ja, nee, genau, hier oben, wo ich vorhin die Holzgitter vorgebaut habe. Eigentlich will ich hier dann irgendwann einmal so ein riesen, eigentlich noch ein Portal drüber bauen. Aha. Mal schauen. Mal schauen. Ja, 100 Folgen hast du ja mindestens noch Zeit. Das heißt also 20 mal so 2, 2,5 Stunden hast du noch Zeit. Genau. Stimmt, das war doch hier in der Gegend doch, wo doch der Server verkehrt generiert hat irgendwie. Hat das ja immer noch von der allerersten generierten Welt drinne gehabt. Genau. Ja, das Interessante ist, hier gibt es ja auch so eine Anomalien, dass man das quasi, dass man hier runtertauchen kann und dass das Wasser nicht in so eine Höhle reinfließt. Also das Genau. ist wie so eine Wand, wie so eine fließende Wand und dann Das kannst du ist ein da dann Kraftfeld aus reinschwimmen. Star Trek. Ja, irgendwie sowas, so genau. Star Trek, Kraftfeld, Eindämmungsfeld, sowas, richtig. Haben wir einen Seeelefant da hinten, ne? Gibt's ja auch. Seelefant, genau. Seelefant. Ja. Oder die Farbenstil, der Baustil findet sich überall wieder, finde ich klasse. Ja, das Schöne ist halt aber auch, dass man dieses Diorit ein und das Granit wunderbar schisseln kann, ne? Da hast du halt quasi aus einem Stein kannst du ruckzuck unterschiedlichste Formen dann dahin bauen. Das ist schon, das ist ja nett. Nett. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr Schmersch ärgern wollt, nehmt ihr den Chisel mal weg. Wir. Wir. Ja, wäre schade. Nein, der Schade, schade. ist in der neuen Welt auch wieder mit drin. Ich finde ihn selber auch ganz klasse. Der hat ja auch was. Ja, das denke ich auch. Ja, das stimmt. Also hohe Schiffe kommen hier drunter durch, aber keine hohen, breiten Schiffe. Genau. Möchtest du denn ein Schiffchen hier drinnen denn haben? Ich kann dir da eins Darf reinsetzen, Schmersch. ja, darf nicht zu groß sein, ne? Gab es eigentlich unterschiedliche Modelle oder nur dieses riesengroße Piratenschiff? Nur das ganz große. Eieiei, das wäre ein bisschen zu groß für die Ecke. Ja. Vielleicht zu groß. Ich lasse mal was einfallen. Genau, hier drüben war dann der Fehler. Weil es gerade abgeschnitten ist. Total, ne? Also wirklich wie mit der Sagt, habt ihr Zack gezogen. den Server zigmal neu generiert, damit weil die ersten 5-6 Welten, da waren wir immer noch auf so einer kleinen Insel, weil meilenweit war nur Wasser. Das ist auch doof. Rumgeflogen, was Neues versucht zu entdecken, nichts gefunden, so gescheites, ne?
Und das muss irgendwo überbleiben, obwohl ich die Welt immer wieder gelöscht habe. Nee, das blieb da. Geil. Wo ist eigentlich nochmal unsere Kakteenfarm? Die suche ich wie bekloppt. Im Keller. Nee. Ja, das weiß ich, dass sie da ist. Ja, dann weißt du doch, wo sie ist. Ja, aber. Ja, wie oh, aber? Welche Ecke weiß ich jetzt nicht. Ja, da wo auf der Etage ganzen Essenzbären sind, die. Wie heißt diese Warzen? Die Nessa-Warzen sind und sowas. Da sind die alle drin. Nessa-Warzen. Oh, das sind auch schöne Gewächse. Nessa-Warzen. Ah, hier ist sie. Ja, siehst du. Oh, 49 Kakteen habe ich schon wieder. Da siehst du. Funktioniert die Farm, ne? Ja, soll sie ja auch. Ja, total klar, dass da drüben ist das Dorf. Ach, bist du bei Smash? Ja. Und da hinten, so schemenhaft, erkennt er noch die Uni. Das müsste denn die Uni sein. Da ist der kleine Schmersch zur Schule gegangen, da hinten. Genau, da ist er zur Schule. Da war Kindergarten, Vorschule. Genau. Ach, warst du damals in der Vorschule, oder? Das gab's ja, ja. Das war so. Kindergarten, ja. Dann gab's Vorschule und dann erste Klasse und dann ging's los. Genau. Genau. Erste Klasse in der Holzstühle. Super. Kein Barwagen, kein gar nichts. Geht das so ab in der Vorschule? Kriegen wir mal die Vorschule? Also das war eigentlich war das so wie, naja, nicht ganz so wie Kindergarten. Das war halt eine andere, natürlich ein anderes Gebäude. Aber es, wie war das, ja? Kannst das vergleichen. Ist auch schon ein paar Tage her. Es war Kindergarten, es war erste Klasse Schule mit einem kleinen Anteil an Kindergarten. So könnte man es vielleicht beschreiben. Weil da habe ich schon gelernt, wie man schon mal die ersten Buchstaben, Zahlen und sowas macht. Stimmt, ja, so ungefähr. Ja, so kann man sich das vorstellen. Cool. Natürlich im Dunkeln sieht das Ganze viel, viel besser aus. Ja, auf jeden Fall. Wenn man jetzt natürlich schmerzt, ne? Du siehst ja die ganzen geschilderten Diorit, ne? Steinchen, die du hochgebaut hast, ne? Wenn man sich jetzt ein bisschen besser mit Redstone sich auskennen könnte, könnte man dort immer ein Lauflicht machen, was immer hochläuft. Auf beiden Seiten. Ja, krass. Ja, stimmt. Ja, das wär's. Aber da hätte sowas was von Las Vegas. Genau. Spieltische, los geht's. Nee, grandios. In der nächsten Welt willst du dann unter Tage wieder gehen, ja? Ja, ich glaube schon. Wir müssen dann ein schönes Höhlensystem finden und so, wie es einem quasi vor die Spitzhacke kommt, dann so entsprechend zurechtbauen, ausbauen und ja. Naja, das hast du schön kombiniert, wirklich. Oben noch so eine Schräge reingebaut, hat was. Feinste Schüsselkunst. Ich bin begeistert. Machen wir doch nicht abgestürzt hier, das fand ich auch sehr gut. Wurde ja dann doch ein bisschen hoch. Ja. Muss man irgendwie Schuhe mit Gummi machen oder so, dass man so federt oder irgendwie war das doch so. Hm. Ich krieg's aber auch nicht mehr zusammen. So, und hier gehen sie hin zur Brücke, ne? War das, oder? Wo ging das hier wieder hin? Hier ist ein großer Platz, also. Weil er verkauft. Ne, hier ist eine Mauer, er verkauft Bauland. Aha. Ach, stimmt, unten ist er doch da mit einem Boot. Das ist der alte Hafen da unten, wa? Das ist doch der alte Hafen, genau. Der Privathafen quasi. Ich werde nachher mal ein paar Bilderchen hochladen. Ich freue mich schon drauf. Wir können noch. Hier müsste eigentlich auch noch ein anderer. Genau, hier musste Ufbase. Hier gibt es aber noch einen anderen Schleichweg. Ein Schleichweg? Ja. Ja, schleich die. Ich glaube, den kenne ich. Ja, den kann ich mich noch erinnern. Ja, ich glaube, es könnte sein. Den könntest du kennen. Ja, aber man braucht ja halt seine Fluchtwege hier, ne? Ja, also, wenn mal der Gerichtsvollzieher kommt, dann schnell weg. Aber ganz schön weg. Jetzt sind wir hier im schwarzen Bereich.
Oh, ist das ein tolles hier. Wow. Hier haben wir Redstone-Öfen. Wie verrückt. Wie verrückt. Oh, wie heißt denn der andere Aber. Mod dazu? Den brauchst du zu Advanced Energistic oder wie das Ding heißt. Wie heißt das denn? Ich komm noch drauf. Genau. Genau, und hier ging es ja dann ja direkt runter. Also da geht es ganz tief runter zur Mine Genau, da haben wir und ja hier. Minenschacht gebaut, genau. Genau, mit diesen Turbo-Pipes quasi. Genau. Geht's auch nochmal. Also wenn man nicht genau, dann muss man irgendwie auch reinpassen. Ja, Bauch einziehen. Ja, ist nicht so einfach. Also hier hinter der Eisentür ist noch nichts, ne? Also das, da komme ich auch nicht mehr zu. Kommt's ja nicht mehr zu. Was ist mit dir denn los? Schwächeln auf den letzten Metern? Hier, ja, das ist auch noch so ein. Das hatte ich mal gedacht, wenn man jetzt alternativ noch einen Eingang bräuchte. Ja, mal sehen. Berechne alternative Route. Was ist das denn hier alles hier? Das sind die Küstenbatterien. Ach ja, stimmt, die Küstenbatterien. Für alle Fälle, wenn hier einer kommt, paff, kriegt er direkt einen von Latz. Ach, da sind wir hier wieder, stimmt ja. Hier sind wir ja wieder. Eine von Latz gedonnert, oder was? Genau. Na, super. Ich bei einer Hoppala gemacht, ja, die Scheiße, ey. Ja, das ist schon ziemlich hoch hier. Wollte nur gucken, was das da hinten ist. Ach, das ist ein Ladekran da hinten, ne? Das ist ein Kran, genau, mit einem halben Netherportal und einem Viertel. Für alle Fälle, Ersatzteile. Man muss ja Genau. sehen, wo man bleibt. Für alle Fälle, das Netherportal. Genau. Ich krieg da keine Sau rein, ey. Da muss ich die Durch nicht. Netherfestung noch bauen, vielleicht, ne? Na, viel Spaß. Was wir auch noch machen können in den letzten Folgen, wo wir noch haben, dann haben wir noch diesen Unterwassertempel noch. Genau. Ja, braucht er Unterwasseratmung, ne? Ja, braucht man nicht unbedingt. Man kann auch die irgendwo eine Tür hinbauen, aber Unterwasseratmung macht es einfacher. Schmersch hat es ja schon einfach, der hat ja einen Helm mit Unterwasseratmung. Ja. Ja, und dann habt ihr noch den großen, den Wächter, der ist richtig lästig.